nicht wert. Ja, das ist voll so. Gewalt, ne? Du musst den Kopf treffen und er weicht einfach durch ganz weit aus. Nein, trifft mich nicht. Guck mal, wie traurig er schon wird. Aber ich stehe mal wieder. Das ist doch echt nicht witzig, oder? Das ist doch echt nicht witzig, oder? Doch! Das ist doch nicht mehr toll hier. Oh, du hast es gleich! Ja! Das hast du doch nicht, das gibt's doch nicht. Auf einmal nicht genug. La 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 la. Gib mir eine Trophäe. Gag, er macht einfach Gag. Ja! Profi. So, Rolltreffer. So, dein Glück. Mit der Malpalette. Trag deinen Namen ein und du kannst deine Punktzahl auf der Highscore-Liste bewundern. So. Ja! So. Weok hat es geschafft, woran Dale gescheitert ist. So, ganz einfach ist er. Ja, so, aber trotzdem, ich finde das sehr interessant. Wirf einen Schneeball mit Schneebällen ab, damit sie ihm wehtut. Und triff immer den Kopf. Also, wer hat denn gesagt, dass es ihm wehtun soll? Hä? Wieso gehst du davon aus, dass der Schneemann Schmerzen haben soll? Ja, was soll er sonst haben? Wieso werfen wir jemanden einen Schneemann mit Schneebällen ab? Hallo, wir werfen ihn mit Schneebällen ab, weil die Sonne ihn kaputt macht und deshalb wollen wir immer mehr Schnee zu werfen, damit er länger überlebt. Deswegen müssen wir den Kopf treffen. Ja, damit der Kopf ganz dick wird, damit er ganz viele Gehirnzellen bekommt. Damit er sich überlegen kann, wie komme ich vielleicht doch noch hier weg. Und waren wir schon bei den Äpfeln? Wie wär's mit einer kleinen Schneeball? Der geht gar nicht. Ach so. So ein Schlitten. Hier so ein Schlitten. So nein, ein, nicht so ein Schlitten. So ein Schlitten. So ein Schlitten. So Schnee kann auch gefährlich sein. Kling, kling. Schnee kann gefährlich sein, oh nein. Oh, Lawinen. Wenn nämlich eine Schneelawine kommt, dann rette sich wer kann. Dann stürzen Millionen Kubikmeter Schnee von den Bergen ins Tal und zerstören alles, was im Wege ist. Kann man es doch brutaler irgendwie ausdrücken? Schuld daran sind unter anderem auch die hier, die Wintersporttouristen. Und das kommt so. Ja, die Wintersporttouristen sind einfach Autos, aber egal. Nein, lass ich doch mal reden. Und haben da an vielen Stellen mit ihren Skiliften und Seilbahnen und Pisten den Wald verdrängt. Platz für den Wintersport. Ja, gut und schön, aber so gibt's immer weniger Bäume. Oh. Der Wald ist schade. Ist ja normalerweise ein idealer Lawinenschutz. Aber wenn der Mensch immer mehr davon will, oh, was eine Animation! So wie in diesem Trick hier. Rom, dom, dom. Da können die Bäume den Schnee da oben einfach nicht mehr festhalten. Der rutscht einfach ins Tal. Das ist eine Animation. Das war richtig gut gemacht. Nein. Doch. Ja, super böser Schnee. Ich hab ein Gesicht, wenn man hinsieht. 100.000 Tonnen Schnee schießen dann mit über 200 Stundenkilometern runter. Nichts kann so eine Lawine aufhalten. Doch. Rocky. Vorneweg rast eine gewaltige Druckwelle und dann tonnenweise Schnee. Okay, das ist richtig. Wow, richtig geil, das ist eine Animation. Animation. Ja. Streichhölzer. Oh, der Sound. Ja! Komm, wie die Alter kaputt geht! Ja! Ja, geil! Ja. Ja, das Auto fliegt einfach so weg! Und die Erde ist noch! Also, schon. Versucht man dann, die Verschütteten zu befreien. Ja, Leute, die sich eigentlich nur im Schnee animieren wollten. Okay. Also einfach zu dieser 3D-Animation da. Also, das war echt unlogisch gerade gewesen, dass die Autos fliegen einfach weg. Die Häuser explodieren so. Ja, ja. Nee, was? Die Autos sind... Das kriegen die aus dem Kopf jetzt. Die Autos fliegen einfach weg. Die fliegen... Wow! Ist doch nicht mal was los. Ich stehe mal vor in der Animation. Hätte so ein Typ in das Auto gesetzt. Wiii! Fliegt durch die Gegend. Kommt damit voll nicht klar. Ja, das ist schon in Ordnung so. Oh Mann. Ja klar, gut. Was soll ich dazu sagen? Schönes Video gewesen. Können wir jetzt hier raus? Was soll man dazu sagen? Goal! Ich glaube, wir haben jetzt dieses scheiß Bauhaus abgeschlossen, oder? Warte mal. Fehlt uns denn noch? Wo ist dieser Käfer? Ich sehe gerade nichts. Was fehlt uns denn noch? Käfer. Dieser Käfer fehlt uns.
Und jemand hat gesagt, der Käfer ist schlimm. Oh nein, geh weg! Oh Mann, aber warte. Wenn wir den Käfer haben, sind wir fast durch mit dem Spiel. Ja, nee, da sind wir durch, so einfach ist der. Dann dürfen wir jetzt nicht den Käfer. Für jeden Geschmack, für jede Mode, für jeden Kopf. Läuse. Nee, was soll eine Laus in der Perücke? Da ist ja nichts zu holen. Da gibt es eine ganze Menge zu erfahren. Über Kopflaus. Oh Gott! Was? Was soll das? Drin auf der Flasche herum. Oh Mann. Wann wurde denn so eine Frisur getragen? Also heute bestimmt nicht mehr. Oh, mal gucken, ne? Mal sehen. Ey, ich bringe mich mal um. Peter durch die Jahrhunderte. Nein, bitte nicht. Das habt ihr nicht... Ihr habt nicht jetzt wirklich jede Ding jetzt angeklickt, oder? Ihr habt dich jetzt nicht wirklich jede Perücke aufgesetzt, oder? Oh, bitte, bitte! In nein. Biedermeier? Dazu. Ja, sehr würdig, irgendwie. Ne? Römer! Vor 2000 Jahren trugen die alten Römer ihre Haare so. Steht mir das? Steht mir das? Die Germanen. Langes Haar galt bei den Germanen als Zeichen von Würde und Freiheit. Na, jetzt sehe ich doch aus wie Kriemhild, oder? Nein, du siehst du nicht. Vor 300 Jahren hatten die Adeligen solche Perücken. Die einfachen Leute konnten sie sich natürlich nicht leisten und trugen ihre eigenen Haare. Oh Gott, Matze, das geht gar nicht. Mittelalter. Mal sehen, was das Mittelalter zu bieten hat. So sahen die Handwerksleute im Mittelalter aus. Die reinste Topffrisur. Rokoko. Vor etwa 250 Jahren war weißer Puder. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Jetzt sehe ich doch aus wie Mozart, ne? Nein. Oh, modern, was kommt jetzt? Ja! Der hat einfach so eine Klobürste auf dem Kopf. Naja, es schockt, ne? Es schockt, Alter, mein Lieber. Nicht mehr schön. So, was sehen, was gibt's hier noch? Ich glaube, hier findet man die Laus. Was bringst du den Kindern damit bei, ey? Warum gibt es eigentlich Haare? Trau mir nicht drauf zu klicken. Ich klick da nicht drauf. Doch, du willst es nicht, dann will ich das. Oh Gott. Mal gucken. Um das finden, muss man zurückgehen in der Geschichte. So etwa 200 Millionen Jahre. Die Dinosaurier waren damals die Herren der Erde. Naja, nur solange die Sonne schien. Wenn es abends kalt wurde, machten sie schlapp. Ihre Körper wurden genauso kalt wie die Luft drumherum. Sie konnten nicht mehr jagen. Es gab da aber ein paar kleine Verwandte, die aus der Art schlugen. Zwischen ihren Schuppen wuchsen eigenartige, biegsame Hornfäden. Wahrscheinlich, aber praktisch. Denn das waren die ersten Haare. Die hielten warm, auch nachts. Und deshalb konnten diese seltsamen Winzlinge auch bei Kälte noch ausgehen und jagen. Das war besonders wichtig, als vor 65 Millionen Jahren eine Klimakatastrophe passierte. Es wurde das ist noch nicht geklärt. Kein Saurier überlebte das. Nur die kleinen Behaarten. Jetzt, wo die Dinos weg waren, erfanden sie die verschiedensten Pelzmoden und eroberten dabei die ganze Erde. Neue Arten entwickelten sie. Hat er ja eigentlich recht. Einige konnten sogar fliegen. Viele spezialisierten sich und trugen dazu den passenden Pelz, je nach Lebensweise und Klima. Einige fühlten sich sogar im Wasser wohl. Damit aber die warme Luft im Fell blieb, imprägnierten sie die Haare. Sie produzierten Talg und rieben sich regelmäßig damit ein. Andere wiederum fanden heraus, dass man sich mit seinem Pelz gut tarnen konnte, sei es als Jäger im indischen Schilf oder als Gejagter. Die Farbe war wichtig. Oder die Nichtfarbe. Ja, im Schnee konnte das Leben sein. Robbe! Oh, epische Musik. Oh. Manchmal will man aber Ambiente gesehen werden. Dann ist es von Vorteil, wenn man die Haare sträuben kann.
Wow! Das macht Eindruck. Wow, wow, wow. Geiles Katzengeräusch. Das kann etwas signalisieren. Hier bei den Gorillas bedeuten graue Haare, das ist der Oberaffe. Der ist alt und erfahren. Das ist der Oberaffe. Ist der Anführer voller Weisheit. Der Oberaffe, wer könnte das so sein? Ach, dazu würde jetzt mein Arbeitskollegen Herbie Simplex was einfallen, wer jetzt der Oberaffe ist. Aber der auch einfach Bastian heißt. Der auch einfach Bastian heißt, genau. Aber da würde ihm sicher was einfallen, wer der Oberaffe ist. Ich bin echt von dem Spiel gerade geschockt. Warum? Es war nicht so krass wie damals bei der alten Oma, aber es geht schon. Warum? Och, weil ich dieses Peter Lustig die ganze Zeit sehe. Mit seiner Scheißperücke, wie er aussieht, wie so eine Transvestite, die für 2,50 Euro auf der Straße, naja, ihre Dienste anbietet. Alter, ich suche, irgendwie ist hier nichts mehr. Das war's schon. Es gibt das und das. Das kann's doch gar nicht sein. Und weißt du, was ich auch geil finde? Nein. Diese super Animation. Du siehst doch die Füße unter dem Sessel. Ja. Ah, egal. Ja, hat man geklickt. Klick auf den Bademantel, vielleicht ist er dann halb nackt. Ich habe so einen Besen geklickt. Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn das? Hm? So, stopp, Moritz, du lachst. Ich hab's gar nicht mitbekommen. So. Was ist denn mit dir passiert? Wie findest du denn das? Hm? Voll cool, oder? Einen gelben Besen hast du da auf dem Kopf, Opa. Echt scharf. Nein, ich kann nicht mal mehr lachen. Warum nicht? Oh Gott. Ich lerne immer wieder bei Ken Fazio auszusehen. Matze! Okay, gut. Wir fassen zusammen. Peter Lustig läuft lässig mit den Händen in der Hose und einem roten, überdimensionalen Pfeifenreiniger auf dem Kopf, weil man in der Mitte das Drahtstück sieht von diesem Pfeifenreiniger zu seinem Sohn, nee, zu seinem Enkelsohn und sagt, ey, voll cool, Alter. Möchte ich dazu noch irgendwas sagen? Nein. Einfach nein. Mir war das Spiel zu scheiße, weißt du das? Was? Ich finde Peter Lustig, finde ich super. Ich finde das, was sie hier wiedergeben, finde ich auch super. Sie erklären das echt super. Für Kinder im kleinen Alter. Ist echt super Material, aber ich bleib dabei. Ich bin ein bisschen über dem Alter für das Spiel und irgendwie ist das dann nicht mehr ganz so was für mich. Das muss ich nochmal sagen. Aber es ist, wie gesagt, nicht für Leute wie mich gemacht und es ist trotzdem mal ganz lustig, sich das anzuschauen, ne, Moritz? Ja. Es ist sogar so lustig, ey. Es ist wirklich, ey. Ich hab's nie bereut, dieses Projekt irgendwie in den Raum geworfen zu haben damals. Das ist doch ein. Machen wir deine Pizza, Leute. Pizza? Weißt du, Pizza, was das Leute? Bedeutet? Immer eine kleine Pizza. Ach so, ich auch. Cool. Das bedeutet für euch, dass wir dieses Video jetzt ausschalten werden. Okay, dann möchte ich noch ein paar letzte Worte loswerden. Du hast noch 1:45 Zeit ab jetzt. Ich möchte noch sagen, heute ist der 9.10. Ich bin ein Jahr jetzt Player und das alles wäre nicht so schön, wenn mir nicht eine Person, die jetzt rumschreien wird, weil sie es nicht hören möchte, mir ein so wundervolles Video gemacht hat, wie du es getan hast, Matze. Ich will mich auch in Löwenzahn, weil es ja so ziemlich das einzigste Projekt ist, was wir zu zweit nur zusammen machen, möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass du mir so ein tolles Video gemacht hast, was mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Und ich bedanke mich auch bei allen Leuten, die dieses Video jetzt sehen und dich hoffentlich unterstützen und dieses Format Let's Play Löwenzahn auch so würdigen, wie es eigentlich ist. Als humorvoll gedachtes Projekt, wo wir beide hauptsächlich unseren Spaß dran haben und mehr möchte ich auch nicht sagen. Macht's gut. Okay, Schluss. Okay, das war gut. Hat gefallen. Oh Mann, ich liebe es, Löwenzahn aufzunehmen. Mit deiner scheiß Perücke. War ja nicht schlecht gewesen. Ich hab eine Perücke auf. Ey, Gott. Was ist denn mit dir passiert? Wie findest du denn das? Hm? Voll cool, oder? Einen vollen geilen Besen hast du da auf dem Kopf, Opa. Echt scharf. Na, wie findest du das? Voll cool.